Moin und herzlich willkommen zurück zu Ragdoll Runners. Jawohl. Ich habe ja versprochen, dass mehrere Folgen kommen. Ich nehme die jetzt auch alle direkt einfach hintereinander auf. Völlig egal, was ihr sagt. Kommen alle hintereinander weg. Und wir müssen hier noch die 10 Meter erst noch zu Ende kriegen, bevor es weitergeht. Bevor man hier irgendwie weitermachen kann, müssen die 10 Meter erst fallen. Nein. Nein, wieso denn nicht dieser Schritt? Ach Mann. Ja, Mann, das gibt's ja nicht. Egal, Level failed. Nein, er guckt immer so konzentriert so. Aber er konzentriert sich nicht genug. Ich bin voll konzentriert, er nicht. Das ist nämlich der Grund, warum wir immer versagen. Nicht, es liegt nicht an mir. Es ist der Läufer, der ist nicht konzentriert. Genau, bete erstmal eine Runde. Bete erstmal, dass du in dieser Folge noch ins Ziel kommst. Bete oder stirb. Ja. Neuer Versuch. Nein! Was mache ich denn da? Egal, auch diese Methode kann zum Ziel führen. Kann sehr zielführend sein. Aber nicht unbedingt die schnellste, ne? Ja, Fehlstart. Nein. Ach, was soll denn das? Ich möchte natürlich nicht zu viel Zeit schon nach dem Schuss verlieren. Und auch da kann die eine oder andere Millisekunde bei verloren gehen. Ja genau, spring ins Ziel. Hier, Weitsprung. So. Weitsprung machen wir als nächstes, würde ich sagen. Oder? Ja. Zwei Versuche noch, dann machen wir Weitsprung. Er möchte also unbedingt Weitsprung machen. Nein! Hier, so. Weitsprung. Long Jump. Schön ist, dass wir uns hier aussuchen können, von wo aus wir starten, von 30 bis 5 Meter runter. Auch wenn es nicht sehr effektiv ist, ich nehme die 10. Viel weiter komme ich nicht, ohne zu stolpern. Level complete. 4,98 Meter ist schon mal nicht schlecht. Für den ersten Versuch. Gut. Erster Versuch dieses Läufers, nicht von mir. Ich habe ja schon das ein oder andere Mal das versucht und glaube, mein Rekord liegt bei ungefähr 6 Meter irgendwas. Moment, wir können ja mal eben nachgucken. Nein, zurück. Oder? 6,32 Meter. Das ist mein Rekord. Jawohl. Von daher, das können wir natürlich locker hier knacken heute. Allerdings nicht so. Es war nur 3,69. Vor allem frage ich mich, der Computergegner, ne? Ah ja, okay, so macht er das also. Nein, zu früh! Ja, genau. Genau, mach nochmal einmal den Fuß Millimeter über die Linie. Bist doch bescheuert, Junge. Bist doch echt, also... Oh, oh, ich stolper. Ja. Wow, 42 Zentimeter. Nee, läuft. Ja, null. Wow. Gut, sehr schön. Kriegt ja die Beine nicht zusammen. 3,56 nur. Nein, nein. Wieso rutscht ich denn da? Ach, na. Mann. Das Spiel kann einen wahnsinnig machen, ne? Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube ja. Ja, natürlich. Hier. Nee. Oh, hoppala. Mein Fehler. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ja. Das sah sehr gut aus, glaube ich. Bis dahin war alles gut und dann wollte ich das zusammenziehen und... ja. Gut. Wow. Ja, mach einen noch größeren Schritt.
Sprung des Tages. Schön, bester Sprung des Tages. Ach, Mann. Es fehlt der letzte Absprung. Wisst ihr was? Wir machen mal auf 15 Meter. Nein, was macht er denn da? Ich bin nur abgesprungen. Ach, du Vollpfosten. Oder ich Vollpfosten? Ich weiß ja nicht, wer von uns jetzt hier wohl der größere Vollpfosten ist. Ob der Läufer oder ich der Vollpfosten bin, ist gewesen war. Genau. Aber weißt du was? Nicht den Kopf in den Sand stecken, wir machen weiter. Na, ja, der Lauf war so gut. Dann fehlt nur das Abspringen. Ich bin nicht abgesprungen. Ja, danke. Ich finde, dass das Abspringen eigentlich das Schwerste ist. Konzentration hier. Genau, spring schon mal vorher ein bisschen ab, werd schon mal langsamer. Dann schaffst du das auch, mein Lieber, mit dem Kopf in den Sand. So muss das sein. Nein, was? Fragt mich nicht, Leute, fragt mich nicht, was ich hier mache. So, das reicht. Zug auf 10 Meter. Ist auch nicht viel wesentlich peinlicher. Warum? Warum kam da jetzt nochmal der Schritt auf den Boden? Der war ein bisschen zu langsam, aber ich bin abgesprungen. Zieh schon mal den Fuß über den Boden, gar kein Problem, Junge. Der erste war der beste, ne? Der erste war der allerbeste. Ab da verkacke ich nur noch. Ja, genau. Mach wieder jetzt schon mal den hier. Vielleicht kommt hier noch ein Winterwald. Aua. Das sah schmerzhaft aus. War es aber wahrscheinlich auch. 4,33. Nicht schlecht. Ich steigere mich wieder etwas. Ja, wow. Sagte er und verhaut den nächsten Sprung. Was war das denn? Nein! Ach Mann, manchmal vergesse ich einfach abzuspringen dann. Das ist doch nicht normal. Ja, wow. Genau, möglichst noch nicht mal im Sand landen, ne? Möglichst noch kurz davor. Genau. Schön. Ja, ist gut. Warum springe ich nicht ab? Entschuldigung. Kann mir das mal einer erklären, warum ich nicht abspringe? Also Hochsprung wäre ich gut. Hochsprung gibt's leider nicht. Außer Hürdenlauf ist ja ein bisschen Hochspringen, ne? Aber Hochsprung wäre gut. So ein ganz normaler Hochsprung, jetzt nicht der Stabhochsprung. Genau, stolper schon beim ersten Schritt. Nein, warum? Warum? Spring. Ne. Ja, sag doch. Ja. 4,87.
Immerhin. War der schlechteste Lauf überhaupt, aber der Sprung war gut. Amen. Das ist so lächerlich. Entschuldigung. Nein. Wenn du da schon nicht mehr auf den Boden kommst, ist schon schlecht. Ja, der Schritt war wieder zu weit. Er hat einen sehr großen Schritt. Das hat er gleich mit mir. Ich habe nämlich auch sehr lange Beine und deshalb ist meine Schrittlänge auch immer sehr groß. Das meinte ich damit. Ich ver... Genau, schleich nochmal so vorwärts, so. Ich schleiche jetzt steil lang. 2, 3, 4, 5, 6 und Absprung. Und was macht der denn da? 1, 2, 3, 4, nein. 1, 2, 3, 4. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Aber ich glaube, so ein paar Versuche haben wir noch. Nein, was mache ich denn da? Wieso ziehe ich denn da mit dem Bein rüber? Versuche wieder die langen Schritte. 1, 2, 3, 4. Selbst dieser Schritt ist schon weiter als jeder andere Sprung, ne? Weil selbst dieser Schritt ungefähr 5 Meter ging. Also ich müsste da nochmal aufkommen. Na, tu ich aber nicht. Schmeiß dich rein! 3,38. Nein, warum kommt da der Schritt? Warum kommt da der verkackte Schritt? Wo war denn der so gut gewesen? Er wäre so gut gewesen. Scheiße, egal. Ich muss mich ein bisschen hier beruhigen, ey. Zack, da ist er. 4,49. Der eine oder andere gute Sprung ist ja mit dabei. Der war zu früh abgesprungen. Hätte man locker noch einen Meter rausholen können. Ja, natürlich. Zack. Zack, zack. Lauf, lauf, lauf und spring und zu früh. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, gut. Kann man sagen, fast. Ich glaube, 3 Versuche noch. Das gibt's doch nicht. Ich verstecke mich mal ein bisschen hinter meinem Mikrofon, ich bin so schlecht. okay, letzter Versuch jetzt. Das letzte Mal, dass wir ordentlich durchspringen, ne? So, zack. Ja, ja, ja! 85! Ja! Oh, der war gut! Ja! Der war super! Top, Leute! 85! So, machen wir jetzt hier direkt weiter. Oh, haben wir bis Rang 5 geschafft. Yo, super! Das nächste Mal kommt Hürdenlauf. Das ist auch mal lustig. Bis zur nächsten Folge, Ragdoll Runners. Ich renn dann mal weg. Euer Nordoron.